Gute Passwortmanager sind heutzutage wirklich sehr hilfreich. Sie speichern für einen Zugangsdaten, typischerweise Benutzername und Passwort, für verschiedene Dienste. Und für den Zugriff auf diese verschiedenen Passwörter brauchst du nur noch ein sogenanntes Masterpasswort. In dem Beispiel, was wir hier haben, ist das zum Beispiel: Ich wohne im Häuserblock 13 und bin 95% glücklich, weil es hier voll ist. Und die Nutzung einer solchen Software ist prinzipiell aus mehreren Gründen sinnvoll. Zum einen muss man sich nur ein Passwort merken. Und wenn man sich nur eins merken muss, ist man auch in der Lage, sich ein langes und komplexes Passwort zu merken. Für die weiteren Dienste, die man benutzt, kann man lange und kryptische Passwörter wählen, die keine echten Worte enthalten oder auch keine Eselsbrücken enthalten. Das ist kein Problem, da nicht jedes einzelne Passwort auswendig gelernt werden muss. Viele Passwortmanager unterstützen Anwender bei der Generierung komplexer Passwörter. Durch diese Unterstützung ist es für Anwender einfacher, für jede Anwendung auch wirklich ein separates Passwort zu nutzen oder auch andere Zugangsdaten, Benutzernamen. Dadurch hat dann ein potenzieller Angriff auf die Zugangsdaten zum Beispiel eines Dienstes weniger Folgen für den Nutzer oder die Nutzerin, denn die gestohlenen Daten sind bei den ganzen anderen Anwendungen wertlos.